Und nun komme ich zu Snowden und den USA. Also der Spiegel hat ja nun veröffentlicht, dass die Ausforschungen durch den Geheimdienst der USA, NSA, noch viel größer als bisher angenommen waren und dass es eine enge Zusammenarbeit mit dem BND gab. Professor Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat dazu wörtlich Folgendes gesagt. Der Datenaustausch mit ausländischen Diensten, die ihre personenbezogenen Daten weitgehend unter Methoden und in einer Art und Weise erlangen, die jenen von mir kurz genannten Mindeststandards der deutschen und unionsrechtlichen Grundrechte eindeutig nicht genügen, ist insoweit von Verfassungsrechts wegen ausgeschlossen. Das heißt mit anderen Worten, der BND hat sich grundgesetzwidrig verhalten. Ich möchte wissen, welche Konsequenzen Sie daraus ziehen. Und Snowden hat bisher immer die Wahrheit gesagt. Und Snowden hat gesagt, dass auch die Wirtschaftsdaten alle weitergereicht wurden. Das ist Wirtschaftsspionage. Auch das ist eine Straftat. Und die Einzigen, die wieder die Interessen der Wirtschaft vertreten, ist die Linke und die Grünen in diesem Falle. Sie nicht, Sie nicht. Sie lassen sich das einfach bieten. Frau Bundeskanzlerin, Sie waren in Washington. Sie haben mit Obama und anderen gesprochen. Und Sie kommen ohne ein US-Spy-Abkommen zurück. Ich sage Ihnen, Sie verhalten sich diesbezüglich gegenüber der US-Administration duckmäuserisch. Und Sie begründen mir das mit der Freundschaft. Und ich sage Ihnen, Duckmäusertum erzielt Verachtung, aber keine Freundschaft. Wenn man eine Freundschaft will, muss man sich als erstes Respekt erarbeiten. Und ich sage Ihnen auch, wie man das machen kann. Ich würde den Diplomaten, ich würde dem Präsidenten Obama an Ihrer Stelle sagen, wenn Sie kein No-Spy-Abkommen machen, dann werde ich die Diplomaten in der britischen und in der US-Botschaft, die Spionage betreiben, zur Persona non grata erklären. Ich würde ihm sagen, die NSA baut gerade ein Riesengebäude in Wiesbaden, das können die gerne fertigstellen, aber niemals einziehen. Da schicken wir TAC und andere Organisationen rein, die was Nützliches machen, im Unterschied zu NSA, die uns hier ausforschen wollen. Und ich würde Ihnen sagen, wir können auch die TTIP-Verhandlungen aussetzen. Was glauben Sie, was Ihnen das für einen Respekt einbringen würde, wie die diskutieren würden, dass Deutschland sich die Sache nicht mehr bieten lässt? Und das entspricht Ihrem Amtseid, nämlich Schaden von unserem Volk abzuwenden. Deshalb erwarte ich das auch von Ihnen. Und übrigens zu den TTIP-Verhandlungen noch ein Satz. Noch ein Satz. Es geht doch dabei nicht nur um das Klohuhn, was schon schlimm genug wäre, sondern es geht darum, dass Investitionshemmnisse verboten werden sollen. Und das muss man mal übersetzen. Wenn ein amerikanisches Unternehmen hier seine Wirtschaftstätigkeit beginnt und später kommt eine vernünftigere Regierung, macht mehr Mitbestimmung, macht mehr Wirtschaftsdemokratie, vielleicht sogar etwas höhere Steuern, können die sagen Investitionshemmnis. Als wir anfingen, war das nicht so. Sie machen Politik unmöglich. Niemals dürfen das Verbot von Investitionshemmnissen vereinbart werden. Herr Kollege. Und dann muss ich Ihnen zum Schluss Folgendes sagen. Also, ich habe das doch richtig verstanden, Frau Bundeskanzlerin. Der Präsident Obama hat Ihnen doch gesagt, dass weder Sie noch Herr Gauck abgehört werden. Das sind die Ausnahmen. Zu anderen hat er Ihnen das ja nicht zugesichert. Das heißt, Herr Bundestagspräsident Professor Lammert, Sie werden nach wie vor abgehört. Das heißt, dass der Bundesrat... Im Unterschied zu Ihnen trage ich das mit Fassung, Herr Kollege Giese. Das heißt, dass der Bundesratspräsident abgehört, ich bin ja noch nicht fertig. Das heißt, dass auch der Bundesverfassungsgerichtspräsident abgehört wird und alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. Nun muss ich Ihnen Folgendes erklären, Frau Bundeskanzlerin. Passen Sie auf, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie mit Ihrem Ehemann Professor Sauer telefonieren oder mit dem Vizekanzler Gabriel oder mit Staatsminister Altmaier oder mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden Kauder, die ja alle abgehört werden, dann hört man sie zufällig mit, wenn sie gar so dreist werden, mit mir zu telefonieren, erst recht. Es gibt einen einzigen, Frau Bundeskanzlerin, dem Sie alle Geheimnisse telefonisch und per E-Mail anvertrauen dürfen. Das ist der Bundespräsident. Aber aus irgendeinem Grunde glaube ich, dass Sie dazu gar keine Lust haben. Aber ich hoffe, Sie verstehen, dass wir zu Ihrem Etat nur mit Nein stimmen können.